So, hier baue ich natürlich wieder alles ab, damit wir wenigstens so ein bisschen Platz haben und das Haus so ein bisschen nach Haus aussieht und nicht nur nach kleiner Hütte auf irgendeinem Berg. Das gefällt mir gerade richtig. Auch wenn die Bauhöhe nicht dementsprechend ist, wie ich dachte. Ich glaube, das sieht am Ende richtig, richtig gut aus. Aber mal gucken. Oh Mist. Huch. So. Dann machen wir hier auf jeden Fall Fackeln. Hopp. Und vielleicht könnte man hier einfach statt dem Half-Slab... Nee. Das sieht doof aus. Oh, jetzt habe ich Dingsplatten gemacht, Druckplatten. Ich werde, dass es da wenigstens so ein bisschen stabiler aussieht. Irgendwie gefällt mir das Dach hier noch nicht so ganz, aber mal gucken. Und da oben bauen wir mal das hier alles noch ab. Oh, Alter, ich muss hier richtig aufpassen, dass ich hier nicht nirgendwo runterfliege einfach. Weil ich einfach vielleicht auch von hinten von einem Skelett oder so noch abgeschossen werde oder so. Das wäre echt blöd. Ich gehe mal kurz ins Bett. Das Bett ist zu weit. Was? Stand da gerade, das Bett ist zu weit entfernt? Ich habe mich schon gewundert, warum ist das Bett zu weit entfernt? Ist ja mal mega komisch. Wir gehen mal kurz runter in die Höhle. Wo ist denn hier? Hier geht's runter. Ja. Und checken mal, wie es aussieht. Ist schon was gewachsen? Der ist schon fertig, oder? Ja. Rote Beete. Das erste Mal, dass ich rote Beete gebaut, bekommen habe. Und das erste Weizen. So, super. Okay. Klasse. Ich werde auch gleich mal meine 7 Äpfel her weglegen. Keine Ahnung, woher ich schon 7 Äpfel habe. Und Leute, ich muss gleich erstmal Pippi, Alter. Nicht hier in Minecraft, sondern in echt, Alter. Ich muss einfach echt Pippi. Katastrophal. Da muss der Typ wirklich einfach aufs Klo. Leute, geht ihr manchmal auf Toilette? Nein. Ich glaube, das hat man gerade übel an der Maus gesehen. Ich hoffe, das ist nicht zu doll aufgefallen, dass ich die ganze Zeit so gemacht habe, weil ich mit meinen Beinen die ganze Zeit gewackelt habe, Alter. Oh je, ich glaube, das war gerade richtig katastrophal, bis ich auch gedacht habe, was bin ich für ein Spahn, wenn man es überhaupt gesehen hat. Und hallo Hühnchen. Na? Oh. Huch. Das war natürlich gar keine Absicht. Und ich bin gar kein Freund davon, dass Tiere umgebracht werden. Nein, aber keine Ahnung, ich brauche Essen. Ihr lebt alle noch? Ja, ihr seid sogar schon groß, ist ja super. Massentierhaltung kenne ich nicht. 57 Holz, das ist gut. Haben wir genug zum Bauen. So, okay. Weiter geht es mit der Dacheskapade. Das Ding ist, ich würde hier auf jeden Fall einmal ein paar Blöcke runtergehen und hopp. Und hopp. So, und hopp. Und dann kann das Dach ja hier wieder hochgehen, so. Wisst ihr, versteht ihr so meinen Grundgedanken, Leute? Ich glaube, ihr checkt das gerade gar nicht. Aber ich weiß, was ich meine. Und das ist das Wichtigste, würde ich fast sagen. Das Wichtige. Hopp. Glaubt ihr, das passt so, wenn wir das hier einfach... Nee, das passt definitiv nicht. So. Und dann... Oh je. Alter, das ist so kompliziert. Das ist so kompliziert einfach. Wie machen wir das am besten, dass das hier gut aussieht? Also das da würde ich definitiv so lassen. Das gefällt mir. Dann werde ich mir mal noch eine Werkbank machen. Auch wenn hier überall schon 1000 Stück rumstehen. Und dann einmal mit den Half-Slabs das probieren, was mir gerade in den Gedanken gekommen ist. Dass wir nämlich einmal hochgehen und dann einfach hier gerade bauen. Das Dach hier noch beenden. Und das hier einfach ansetzen. So. Hopp.
Das machen wir mal hier hin. Vielleicht könnte man hier da oben noch eine Art Spitzdach in Anführungszeichen machen. Dass wir das hier einfach spitz zulaufen lassen. So als kleinen Change in Anführungszeichen. Das ist hier. Oh, stopp. Hier geht gerade was von der Symmetrie echt nicht auf. Hier sind wir ein Block in der Luft. Da ist ein Block. Heißt, wir müssen theoretisch da anfangen. Heißt so, dann so und genau so. Wisst ihr, dann machen wir das einfach so. Und ich denke, das passt schon ganz gut. Die Frage ist nur, was machen wir mit dem Spalt von Dach? Setzen wir das da einfach rein und lassen das so? Oder ziehen wir das hier irgendwie bis zum Ende oder runter oder hoch oder keinen, also noch habe ich keinen blassen Schimmer, wie ich das baue. Aber wir machen es halt einfach so. Nee, aber hier ist ja Fassade vom Dings. Schwierig. Schwierig. Ich lasse das einfach erstmal so und guck später weiter. Das gefällt mir hier noch nicht so richtig. Das hier gefällt mir noch nicht so richtig. Guck mal, kann man nicht theoretisch einfach so? Ja, Problem ist, dafür ist dieser Balken hier nicht richtig, ne? Dafür steht der doof. Sonst würde es passen. Wir können ja auch einfach so machen. Hm. Gefällt mir das? Doch, ich finde das cool. Irgendwie hat das was. Oh, Mist. Hopp. Ich weiß auch nicht. Irgendwas hat das. Machen wir noch so. Und dann machen wir noch hier einen. Noch keine Ahnung, wie ich das richtig setzen soll. So. Zack. Oh, und das da muss noch weg. Weil das sieht blöd aus, wenn das. Nee, das sieht. Ah, das sieht blöd aus irgendwie, wenn das hier so ist. So, und dann bauen wir das. Nee, das geht nicht. Hm. Dann bleibt das so. Ganz einfach geregelt. So. Okay. Super, dann fangen wir jetzt mit dem Dach an. Ist das da hinten schon gewachsen? Nee, immer noch nicht. Dann fangen wir jetzt mit dem Dach hier an. Und Mist. Oh nee, egal. Egal. Ich hab das doch richtig gemacht. Das Ding ist, wir haben das ja hier so ein bisschen auf rund eher gemacht, anstatt eckig. So. Und jetzt kommt das ja hierher, so. Und dann ist das ja so ein bisschen abgerundet, was ja mit sich so langweilig ist. Hopp. Dann mache ich mir jetzt hier oben einfach eine Werkbank. Oh Mist. Das wollte ich jetzt nicht, so. Zack. Half Slabs. Und dann müssen wir jetzt erstmal hier wieder die nächste Herausforderung überwältigen. Und zwar, dass das Dächlein hier gut aussieht. So. Und zack. Dann werden wir hier nämlich, oder? Nicht perfekt auf einer Höhe, aber schon echt gut auf einer Höhe. Dann ist natürlich alles noch die Frage, ob das hier funktioniert oder gut aussieht, wie ich denke, dass es aussieht. Das Gute, was halt ist, oh, das kann schon echt gut werden. Je nachdem, wie das halt klappt mit dem Rasen, der da wachsen soll. Aber mal sehen. Mal sehen, Leute. Ich bin da echt gespannt drauf, ob das dann schnieke aussieht oder nicht. Aber oh, ich kann mir das schon heftig vorstellen, so.
Ich kann mir das wirklich schon heftig vorstellen. So. Das wird jetzt einfach random irgendwie platziert, dass es gut aussieht. Oder gehofft, dass es gut aussieht, um es besser zu sagen. Kann ich denn hier so einfach eine Treppe? Ja, super. Zack, und dann setzen wir hier ab und zu auch mal Treppen. Das bringt noch so ein bisschen Feeling mit hier rein. Anstatt wenn wir das alles einfach trostlos irgendwie mit Half-Slabs verkleiden. Das bringt noch ein bisschen mehr Tiefe. Tiefe, ich glaube, Tiefe ist es nicht, aber es hat einfach mehr Charakter in dem Dach. Oh, okay, das jetzt nicht. Aber hier kann noch mal Treppe. Oh, Mist. Okay, das dann auch nicht. Aber hier. Mist! Wie habe ich denn. Die Treppen habe ich schon da gesetzt. So. Nur, wie habe ich die Treppen da gesetzt? Das ist. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. So. Habe ich so gemacht? Nee. Stimmt. Okay, ich weiß wie. So. Und dann kann man die Treppe, glaube ich, jetzt setzen. Ja, super. Okay, das war gerade echt ein bisschen retarded in dem Moment. Es tut mir leid, Leute. Das war echt nicht meine Absicht. Ja. So, zack. Bam. Hier noch ein Treppchen. Obwohl da nicht. Da sieht's doof aus. Ich meinte hier noch ein Treppchen, Alter. Und dann haben wir hier nämlich auch das erste Dach schon gemacht. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runtersneake noch. Und das sieht gar nicht so kacke aus. Es sieht wirklich gar nicht so schlecht aus, wie ich erst erwartet habe. Das Ding ist, wenn das da wächst, dann ist das. Ist das dann auf der Höhe? Ja, ne? Ja. Ist dann auf der Höhe da. Ich plane jetzt einfach mal so, dass ich mir vorstellen könnte, dass das Gras so wächst, dass es mir gefällt. Beziehungsweise ich es feier, wie es gewachsen ist. Und ich es dann halt mit integriere. Aber mal schauen. So. Dann bauen wir hier nach oben. Zack. Und hier kommt dann wieder die Erde hin. So, super. Also, ich glaube, manche werden jetzt schon eine Peilung haben, was ich vorhab. Oder wie ich es vorhab. Und manche werden sich halt gerade denken, Bruder, was baust du da für einen hässlichen Dreck? Aber ich glaube, wenn ihr seht, was gerade in meinem Kopf ist, dann werdet ihr euch denken, Alter, Per, Velation, was bist du für ein Genie? Werdet ihr euch denken. Das werdet ihr euch wirklich so denken. Was bist du für ein Genie? Ja, Leute. Ja. Ich call es euch. Ihr werdet es euch denken. Ich sag es euch einfach jetzt schon, weil ich mir sogar schon ziemlich sicher bin, dass das so funktioniert, wie ich mir das gerade denke. Und ich mir ziemlich sehr gut denken kann, was hier passieren wird. Wie gesagt, ich glaube, manche werden sich das jetzt auch schon denken. Manche nicht. Manche schon. Alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach, Leute. Hopp. So, die Frage ist halt, wie bauen wir das da so, dass es halt noch gut aussieht. Es soll ja auch nicht zu rapide ansteigen alles. Aber hier kann es ja dann schon, ist ja schon ein bisschen so mehr im Dach drin, würde ich fast behaupten. Es kann ja schon so ein bisschen rapide ansteigen alles. Oh, nee, so, hier muss die Treppe nämlich ran. So. Und dann so. Und hier kann es dann schon wieder eins höher gehen. Hier. So. Das lassen wir erstmal so. Mist. Ah. Hopp. Hopp. Boah, ich bin gerade. Es tut mir leid, Leute, da ich gerade so ein bisschen still bin. Aber ich bin hier gerade echt die ganze Zeit heftig am Überlegen, wie ich das Dach vollende. Es sieht halt echt aus wie ein Klumpenhaufen Kacke einfach. Aber man muss ja wirklich mal sagen, dafür, dass wir hier auf der maximalen Bauhöhe sind und ich mir eigentlich was komplett anderes vorgestellt habe, was ich bauen will, ist es doch gar nicht mal so schlecht.
Ja, das muss man ja jetzt mal wirklich sagen, bevor hier wieder Leute rummeckern, Leute. Dafür, dass ich mir erst was völlig anderes vorgestellt habe, ist es doch gar nicht so scheiße. Muss man wirklich behaupten. Ich finde sogar, ich finde, es hat was, okay? Es hat was. Wir sagen einfach, es hat was, weil es hat wirklich was. Und ich überlege gerade, ob man hier nochmal eine Schräge reinbaut, mit einem Fenster drin. Dass man einfach sagt, bam, bam, hier, das kommt weg. Zack. So, und man einfach hier so macht und dann so. Wisst ihr, habt ihr meinen Grundgedanken auch im Kopf? Was so? Und ich brauche nochmal Treppen. Wieder Treppen. Dass wir das einfach so. Zack. Und dann haben wir hier nämlich einen Platz, wo wir ein Fenster einbauen können. Dann baue ich das hier noch auf. Das hier so zu. Genau. Und hier kann man dann, sobald man efficiency Behutsamkeit hat, kann man dann direkt auch anfangen mit hier Gras reinzutun. Und da kann dann eine Blume rein oder sowas oder so auf ganz niedlich. Hopp. Und so. Und ich vergesse die ganze Zeit zu essen. Aber das finde ich schick. Das finde ich schick. So Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und schreibt gerne in die Kommentare Anregungen, was ich noch alles so machen soll. Das würde mich wirklich interessieren. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.